Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen beim Bundesparteitag der Linken hier in Sachsen, in Leipzig, in der größten ostdeutschen Stadt. In diesem Leipzig, könnte man meinen, ist die linke Welt auf den ersten Blick vergleichsweise angenehm. Hier gewann Jule Nagel nach Dietmar Pellmann das Direktmandat zur Landtagswahl. Im Stadtrat zu Leipzig finden wir immer wieder Wege, linke Politik spürbar, erlebbar zu machen. Mit Skadi Jennecke und Heiko Rosenthal stellen wir hier in der Stadt zwei Dezernenten. Und Sören Pellmann konnte zur Bundestagswahl 2017 das erste Direktmandat gewinnen. Ihr merkt aber schon, jetzt kommt gleich das Aber. Sachsens Wählerschaft lebt zu zwei Dritteln in der Fläche. Dort gelingt es uns, offen gesagt, immer weniger Menschen bei Wahlen für linke Politik zu begeistern. Wir haben in Sachsen, insbesondere hier in Sachsen, eine unterirdische politische Kultur. Kein Antrag, kein einziger der Opposition wird, egal wie vernünftig er ist, positiv im Landtag beschieden. Im Gegenteil, die CDU versucht alles, um sich unseren Ideen, Vorschlägen aus Prinzip zu verweigern. Grüne und SPD sind immer noch eher geneigt, ein Weiter-so mit der CDU zum Wahlziel zu machen. Die AfD ist hier besonders stark im Land und über Jahre hinweg war die immer wieder CDU-geführte Landesregierung auf dem rechten Auge blind. Die Damen und Herren der CDU, die wundern sich jetzt ein bisschen, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Nun ja. Luise Neuhaus-Wartenberg und ich, wir haben im Vorfeld des Parteitages unsere Position ausführlicher in einem Beitrag auch zu unserem Land, Bundesland, dargelegt. Auch die Situation, in der wir uns befinden. Und wir kommen zu dem Schluss, dass wir hier in Sachsen unbedingt Rückenwind der Bundespartei brauchen, der Gesamtpartei. Deswegen haben wir ein paar Wünsche. Lasst uns zu diesem Parteitag erstens nicht nur über Pluralismus reden, sondern ihn leben. Es sollte entscheidend sein, was gesagt wird und nicht wer etwas sagt. Die öffentlichen Kämpfe, sie schaden uns und sie lähmen. Zweitens, lasst uns die programmatischen Grundlagen unserer Partei erneuern, unser Gesellschaftsbild modernisieren. Wir müssen an unseren Visionen arbeiten, müssen formulieren, was demokratischer Sozialismus für uns ist. Und ja, dazu gehören Debatten, welche Vorschläge wir zum Beispiel zu einer sich verändernden Arbeitswelt zu unterbreiten haben. Wenn Erwerbsbiografien sich ändern werden, müssen wir auch darüber reden, wie in Zukunft eine soziale Absicherung aussieht. Und dabei, entschuldigt bitte auch die Gegnerinnen hier, müssen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen co-diskutieren. Und wir müssen auch darüber reden, wie wir uns Europa und eine Gesellschaft in Europa vorstellen. Als Drittes wünschen wir uns, dass im neu zu wählenden Parteivorstand Genossinnen und Genossen sitzen werden, die diese Fragen innerparteilich in Angriff nehmen wollen, die debattenfreudig sind und genau die Fragen mit in den Mittelpunkt stellen, die mit alter Erwerbslogik und alten Denkmustern brechen. Als vierten Wunsch, um für uns im Wahljahr erfolgreich sein zu können im Jahr 2019, lasst uns bitte wieder Kommunalpolitik stärken. Denn alle Wahlstatistik zeigt, dort, wo keine Genossinnen mehr sind, wo wir keine, auch teilweise parteilosen Gemeinderäte haben, dort kommen wir schlichtweg nicht mehr vor. Und wir brechen dort dann immer zu Wahlen im Ergebnis ein, egal welche Ebene gewählt wird. Und inhaltlicher Burgfrieden, der die Partei angeblich austariert, der hilft uns hier nicht, sondern wir brauchen Ideen. Und ganz ehrlich, wenn uns Anderssein vorgeworfen wird, auch, dass unsere Ideen viel zu utopisch sein könnten, das ist in meinen Augen kein Makel oder gar eine Gefahr, sondern es ist verdammt nochmal die Chance, Dinge auszuprobieren und wieder mutig voranzuschreiten. Denn genau das erwarten die Menschen, zumindest kann ich das für Sachsen sagen, von uns. Genau wie Haltung. Und es geht um ein Bild einer linken solidarischen Gesellschaft, dass wir uns wieder miteinander erstreiten müssen, mit dem wir raus müssen. Und ja, ein humanitärer Umgang mit Geflüchteten,
mit Menschen in Not gehört zu unserer DNA, kann aber nicht der einzige Gegenstand innerparteilicher und öffentlicher Auseinandersetzung sein. Und so richtig wie unser konkretes Handeln in Sachen Mietenpolitik, Pflegenotstand, Frieden für Menschen in Armut ist, es muss rund werden, das Bild im Gesamten, denn es geht eben um eine offene Gesellschaft, vielleicht ein Bild des demokratischen Sozialismus der Zukunft. Denn nur so können wir hier in Sachsen die AfD und all die anderen Rechten langfristig stellen. Als Landesvorsitzende kann ich über meinen Landesverband nur sagen, dass wir metern und viel vor der eigenen Tür kehren. Sowohl die inhaltlichen Schwerpunkte als auch die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl werden wir für 2019 gemeinsam mit allen Mitgliedern im Landesverband entscheiden. Sollte der Landesparteitag im August diesem Vorschlag folgen und Mitgliederarbeit, eine neue Form der Mitgliederarbeit, Einbeziehung der Mitglieder in Entscheidungsprozesse muss für uns alle oberste Priorität haben. Denn ja, erstens wollen die mitreden, sie sollen meines Erachtens mitreden und vor allen Dingen haben sie auch wirklich was zu sagen. Deshalb lasse ich jetzt in meiner restlichen Redezeit genau diejenigen in unserer Partei zu Wort kommen, die die Zukunft sind, die neu bei uns sind, die etwas zu sagen haben, und sage schnell nochmal ganz herzliches Willkommen euch allen hier in Leipzig. Ich wünsche uns einen debattenreichen, kulturvollen Bundesparteitag und jetzt Film ab. Mein Name ist Lara und seit Oktober 2017 bin ich Mitglied bei Die Linke Leipzig. Hallo, ich bin die Petra Franz-Bohn, bin 52 Jahre alt, habe einen 30-jährigen Sohn, wohne in Meißen und bin Neumitglied. Mein Name ist Lukas Sturm, ich bin im April 2017 in Die Linke eingetreten. Ich würde euch einfach mal mit reinnehmen. Bis gleich. Ich bin sehr warmherzig begrüßt worden. Ich konnte sehr schnell mit inhaltlicher Arbeit starten, was mich sehr gefreut hat. Nach der letzten Wahl im September dachte ich, ich muss unbedingt was tun, weil ich arbeite unter anderem in der Pflege. Ich bin Altenpflegerin und die Struktur zurzeit in der Pflege ist so katastrophal. Der Pflegemangel an Personal ist nicht mehr zu ertragen. Das geht alles auf unsere Schultern. Also wir arbeiten teilweise im Teildienst, weil einfach kein Personal da ist. Und die Linken sind die Einzigen, die richtig dagegen was tun wollen. Zu Linken bin ich gekommen, weil mir die soziale Ungleichheit in Deutschland ein wichtiges Thema ist und ich finde, dass unbedingt was getan werden muss. Und wirklich verändern können wir nur was, wenn wir alle mitmachen. Und jetzt mache ich die Erfahrung, wie es ist, rauszugehen, mit Leuten zu reden und zu versuchen, etwas zu bewegen, und das ist sehr, sehr positiv, vor allem wenn man bemerkt, dass es Früchte trägt, dass man Veränderungskraft an den Tag legen kann und dass man in der Gruppe stärker ist, vor allem wenn es so eine tolle Gruppe ist, wie die, auf die ich gestoßen bin. Vielen Dank, Antje, und vielen Dank und vor allen Dingen herzlich willkommen den vielen, vielen, auch euch, unseren Neumitgliedern, die wir in den letzten Monaten aufnehmen konnten bei uns in der Partei. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr da seid.